What's up, friend of the fam? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Joker Rock Kanal von mir zu Hause aus dem kleinen Chaos hier in Berlin. Es sind gerade die HomePods angekommen, die neuen, alten, neuen. Hier seht ihr sie in voller Pracht. Und ich dachte, ich mache ein kleines Video dazu und zeige euch mal mein aktuelles HomePod Mini und HomePod Setup und zeige euch, was ich mit diesen beiden mache, beziehungsweise wo die hinkommen, welche ersetzt werden. Und dann machen wir einen kleinen Sound-Check-up, dass wir einmal mein aktuelles Movie-Setup überprüfen. Als erstes würde ich sagen, gebe ich euch mal einen Überblick, wo ich überall HomePods bzw. HomePod Minis im Einsatz habe. Das erste Stereo-Setup seht ihr nämlich hier. Hier ist einmal ein HomePod Mini und auf der anderen Seite der zweite HomePod Mini. Hier liegt nochmal ein schöner 100.000er. Muss ich nochmal aufhängen. Dann kommen wir hier in den Eingangsbereich der Wohnung und hier ist das zweite Setup bzw. der alte HomePod in der Ecke und leistet wirklich gute Dienste, bis auf, dass er manchmal ein bisschen zu langsam ist, wenn man eine Anfrage stellt. Aber dazu komme ich gleich auch noch, sage ich euch noch ein paar Sachen zu. Im Küchenbereich beispielsweise habe ich gar keine. Ich überlege aber, ob ich da oben noch einen HomePod Mini oder HomePod draufstelle, weil hier in der Küche ist es manchmal ein bisschen schwierig, den HomePod da hinten zu erreichen. Weiter geht's hier im Bad und da habe ich einmal hier einen HomePod mit so einer fantastischen Halterung. Die packe ich euch mal in die Beschreibung. Die habe ich auf Etsy gefunden. Auf Etsy gibt es übrigens richtig geile Sachen. Also checkt den Link mal aus und falls ihr mal was Individuelles sucht, gibt es da wirklich sehr, sehr gute Angebote. Auf diesem HomePod Mini im Badezimmer, da läuft auch morgens immer meine Routine. Wenn ihr wollt, dass ich dazu nochmal irgendwie eine Kurzbefehle-Geschichte mache, wo ich so meine ganzen Kurzbefehle und Automatisierungen zeige, lasst dem Video einen Daumen hoch da oder schreibt es mir unten in die Kommentare. Und dann sind wir hier im Schlafzimmer und da seht ihr auch nochmal diesen wunderschönen HomePod. Ich liebe ihn ja. In der Ecke, der ist gepaart als Stereo dem Kollegen hier. Da ist er nämlich schön in weiß neben dem Fernseher. Und das gibt natürlich hier dann abends, wenn man mal ein Filmchen schaut, einen wunderbaren Sound. Das heißt, wenn ich richtig zählen kann, habe ich hier im Einsatz drei große HomePods und drei HomePod Mini. Das ist eigentlich gar nicht so viel, ne? Ich dachte, ich habe viel mehr im Einsatz. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele HomePods ihr im Einsatz habt. Also normale und HomePod Mini und was auch immer. Bin mir ziemlich sicher, es gibt noch jemanden, der mehr im Einsatz hat. Bom, bom. Das, was ich euch nur empfehlen kann für euer eigenes HomeKit-Setup, was die HomePods angeht, ist zu schauen, wo sind HomePods mit Meta-Unterstützung und wo habt ihr eventuell noch HomePods ohne Meta-Unterstützung. Bei mir zum Beispiel hier der HomePod da hinten, das ist der normale HomePod, der hat noch keine Meta-Unterstützung bzw. Hat auch noch nicht die Sensoren. Und ich habe hier zum Teil Produkte, die bald Meta-Unterstützung haben, das heißt ein bisschen Philips Hue, ein bisschen Eve-Produkte, die manchmal schwerfällig reagieren. Warum? Weil ich in der Nähe alte HomePods habe, die dann auch noch auf 5 GHz funken. Das heißt, der hier hinten hat Wi-Fi 5, das heißt, der funkt auf dem 5 GHz Netzwerk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hat natürlich nicht so eine hohe Reichweite wie das 2,4 GHz Netzwerk. Auf der anderen Seite, auf dem 2,4 sind halt extrem viele Produkte und viele funken auf 2,4 GHz. Sorry, das ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk. Und das kann dafür sorgen, dass auch das Ganze langsam ist. Aber ich habe, wie gesagt, ein paar Ecken und da muss ich jetzt sehr, sehr schlau überlegen, wo ich die hinstelle, wo es schwierig ist, manchmal Geräte zu erreichen. Beispiel ist hier hinten in meinem Schlafzimmer. Da habe ich zwei alte HomePods am Start, keinen neuen. Und draußen sind beispielsweise Hue-Produkte, die bald Meta-Unterstützung haben. Und es ist sehr, sehr oft so, wenn ich hier hinten irgendwas auslöse, braucht es extrem lange. Das heißt, meine Idee ist, hier aktualisiere ich die beiden alten HomePods, nehme sie hier raus, packe die neuen bei dir hin, dann habe ich einen nicen Stereo-Sound, den wir auch mal testen können und werde dann hier in die Küche, wo auch da oben so eine tote Ecke ist, da werde ich einen HomePod Mini noch hinpacken. Wo wir den wegnehmen, ist eine gute Frage, aber ich könnte natürlich auch hier an meine Lissabon-Box gehen. Hier ist quasi mein unsortiertes Setup für unterwegs. Eine fest eingerichtete Fritzbox mit eigenem WLAN und einem HomePod, der hier irgendwo da unten noch rumgeistert. Eventuell nehme ich den und packe den in die Küche. Dann habe ich, glaube ich, hier eine gute Abdeckung. Einziges Problem ist wirklich hier im Eingangsbereich, aber das müssen wir dann wann anders machen. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Mal sehen, wen wir hier erwischt haben. Ob Mitternacht oder Farbe Weiß. Uff. Das hier ist der HomePod in Weiß, wie es aussieht. Und dann checken wir mal aus.
Sorry, Gingy. Da Schönes drin ist. Als erstes haben wir hier unten wieder zwei Laschen, die wir abziehen können. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie anders oder nicht anders der neue HomePod aussieht. Wow. Okay. Hier. Dieser Geruch immer ist herrlich, ne? Hier oben dürfen wir jetzt was abziehen und mir fällt sofort auf, dass hier ein wirklich dickerer Rand ist. Also es geht, fällt ein bisschen tiefer rein und es ist kein Kabel dran, weil das Kabel kann man jetzt abziehen. Das finde ich schon mal extrem herrlich. Fangen wir mal oben an. Sieht eigentlich aus wie der alte. Wir stellen das mal daneben. Hier könnt ihr es jetzt sehen. Alt, neu. Aber wirklich sehen tut man es erst, wenn man von oben drauf schaut. Weil hier sehen wir den Rand. Hier haben wir quasi keinen wirklichen Rand. Also es geht ineinander über. Hier ist ein... Oh, Baby. Und Druckempfindlichkeit ist gleich. Unten sieht es hier so aus. Und bei dem Lachs... Oh, müssen wir noch abziehen. Sieht es anders aus. Nämlich so wie beim... HomePod Mini. Das andere Thema ist natürlich hier der Anschluss. Der geht hier rein und hier hat Apple sich zu hinreißen lassen, hier einen Kaltgerätestecker zu machen. Glaube ich, das ist Kaltgeräte, das sieht gut aus. Das heißt, wir müssten hier noch ein Käbelchen haben, was wir abziehen können. Das ist auch ein braided Cable, also geflochten. Und das docken wir jetzt hier hinten an. Warum nicht gleich so? Finde ich super. Auch wenn der natürlich wieder so ein bisschen special-mäßig ist, aber... Kaltgeräte. Zack, dran, fertig. Super. Der ist schon mal ready to go. Das heißt, das Baby können wir jetzt schon mal zu seinem Platz bringen, weil es wird ja hier den alten HomePod beerben. Und wir werden hier ein bisschen den Soundcheck machen zwischen diesen beiden Kollegen. Sehen beide gut aus. Wobei mir das, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen besser gefällt, weil das so eine Gesamtabrundung hat. Und hier... Fällt es ein bisschen raus, aber gut, das sind Details. Dann schnappen wir uns hier den nächsten GG. Und kümmern uns jetzt um den Ersatz des HomePod in Schwarz. Hier wird es spannend, weil das ist ja hier der HomePod in Midnight. Schwarz. Wie sehr die sich unterscheiden von der Farbe. Und das checken wir jetzt mal aus. Gingy hat immer Angst vor Kartons. So, das ist das Teil. Sieht für mich erstmal sehr viel sympathischer aus. Würde wahrscheinlich nochmal einen dunklen nehmen, wobei hier ja sowieso der weiße war. Aber ich glaube, die Farbe gefällt mir jetzt erstmal grundsätzlich besser, zumindest von der Verpackung her. Uff, da lalala. So, da haben wir das gute Stück. Stellen wir mal direkt daneben, beziehungsweise ziehen hier einmal den Lack ab und unten auch. Und stellen uns jetzt natürlich die Frage, war es nur ein Marketing-Move? Mit Herr Nacht und ist es eigentlich die gleiche Farbe? Entscheidet selbst. Da seht ihr die beiden Farben. Alt, neu. Ich weiß nicht, wie gut man das auf der Kamera sieht oder nicht. Das hier wirkt ein bisschen mehr gräulich, heller. Und das hier wirkt ein bisschen gräulich farbiger. Es ist wirklich eine Nuance. Es ist ein bisschen kräftiger, das Mitternacht, als die vorherige Farbe. Kommen aber beide gut rüber. Also ich würde fast sagen, das Mitternacht kommt ein bisschen satter rüber. Und wir sehen hier natürlich auch besser Plus und Minus. Man hat in diesem Bereich auch einen viel größeren Spielraum als beim alten. Wir schließen den jetzt auch mal an. So raus, Gigi. Ja, kannst du mal. Schönes Wetter hier in Berlin. Geht man gerne mal raus. Der Kollege blinkt jetzt hier schon ganz aufgeregt. Das heißt, da ist er. Hier wunderbar konfigurieren, im Rahmen ausrichten, let's do it, yes, so wie wir es kennen, so wie wir es lieben, schnell, einfach. So, wenn der HomePod sich noch konfiguriert und ready to go macht, können wir hier gleich den nächsten mal an den Start bringen. Dafür halten wir es auch wieder daran, wir kriegen die Meldung, ausrichten, zack. Und dann ist der hier auch gleich eingerichtet und müsste uns dann auch gleich die Meldung geben, soll das Ganze als Stereopaar verbunden werden. Das heißt, wir wählen hier jetzt Schlafzimmer aus. Yes, da ist es. Ja, wir wollen das als Stereopaar. Das, was an der ganzen Sache eigentlich spannend ist, ist, dass Apple umgestellt hat wieder auf Wi-Fi 4 anstatt Wi-Fi 5. Sagen, es gibt keinen Unterschied.
Es ist tatsächlich so, ist aber auch nur ein subjektiver Eindruck von mir, dass der HomePod, der Originale, zum Teil sehr schwerfällig war. Und das kann damit zusammenhängen, wenn auf Wi-Fi 5 übers 5 GHz Netzwerk gefunkt wird und die Entfernung sehr weit ist zu den anderen HomePods bzw. zu anderen Produkten, dass es schwerfällig und langsam ist. Da muss man mal testen, wie das jetzt besser funktioniert oder ob die schneller sind. Das können wir auch mal ausprobieren. Das andere, was auch passiert ist, der Chip wurde ja gewechselt vom A8, glaube ich, zum S7, also zu einem Apple Watch Chip. Da ist für mich ein bisschen die Frage, wurde das gemacht, weil man die andere Performance nicht braucht, oder wurde das möglicherweise gemacht aufgrund von Lieferknappheiten von entsprechenden Chips? Ja, Freunde, die ein bisschen Päuschen machen. So, während der hier noch konfiguriert, warten wir mal ganz kurz und dann machen wir einen schönen Soundcheck. Einen subjektiven Soundcheck logischerweise. Aber ich werde euch meine ehrliche Meinung sagen, was sich besser anhört. Ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn da in der App extrem lange Updaten oder Update und Installieren steht, spielt einfach Musik ab, weil in der Regel ist die Software schon geladen oder es ist schon installiert, es wird einfach nur nicht aktualisiert. Das heißt, man wartet forever, aber es ist schon lange fertig. Das heißt, das zwischendurch mal checken, ob ihr schon Musik abspielen könnt, geht es automatisch meistens in den Modus Update abgeschlossen oder geht dann in den Installieren-Modus. Jetzt kommt der spannende Moment. HomePod Schlafzimmer übertragen. Wie sagt man so schön, eins im Sinn. Jetzt gehen wir auf die anderen HomePods. Wo sind sie? Das war erste Generation. Klang schon ziemlich fett, habt ihr auch gehört. Jetzt ist zweite Generation. Also ich würde sagen, das Spannendste, was mir jetzt schon aufgefallen ist, wenn man hier hin und her wechselt zwischen den erste Generation und zweite Generation, dann merkt man auf jeden Fall, dass die zweite Generation schon nochmal einen satteren Sound hat. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht super krass, aber wenn man jetzt zusammenschaltet, erste Generation, ja, in Stereo geschaltet und zweite Generation, das heißt, beide sind als Ziel ausgewählt, dann passt er den Sound an und dann hört man auf jeden Fall einen Unterschied, weil sozusagen die erste Generation, die zweite Generation, was den Sound angeht, natürlich dann ausspielt, beziehungsweise die dann auf ein Level gehen. Das war schon krass. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen Song. Wir gehen jetzt mal, würde ich sagen, als erstes auf die zweite Generation. Der Sound ist schon heftig, Alter. Wir gehen jetzt mal schnell rüber auf die erste Generation. Also dieser Bass-Einsatz, der ist eigentlich bezeichnend. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf die zweite Generation gehen, Ginger, es gibt gleich Essen, glaube ich, hört man, ich weiß jetzt nicht, wie ihr es hört, aber da höre ich auf jeden Fall schon einen großen Unterschied. Okay, wir können das, glaube ich, hier festhalten, zumindest ist mein subjektiver Eindruck. Wenn ihr ein Stereopaar mit den neuen habt, und auch nochmal ein Stereopaar mit den alten, dann hört ihr auf jeden Fall einen krassen Unterschied, was den Sound angeht. Also das können wir, glaube ich, hier festhalten. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch getestet habt. Vielleicht hat der eine oder andere das gleiche Setup wie ich. Zwei alte Stereo-HomePods und zwei neue. Ich würde sagen, soundmäßig, Heads up, Apple ist auf jeden Fall nochmal fett. Wie gesagt, nur jetzt erstmal im Stereo-Sound. Im einzelnen Sound muss ich das nochmal testen, aber im Stereo-Sound hauen die neuen zweite Generation, würde ich sagen, jetzt auf den ersten subjektiven Eindruck, die ersten klar weg. Was wir auch noch testen können, ist ja mit dem neuen, wie heißt der nochmal? Ultra Wideband Chip, dass man fragen kann, wo sich gerade jemand befindet. Und das werde ich jetzt gleich mal tun. Ich gucke mal in der Wo ist der, wer mir da noch so angezeigt wird von Freunden und Bekannten. Wo befindet sich... Ich war vor 2 Minuten in Hannover. Okay, das ist Hammer. Das ist auf jeden Fall auch ein Feature, was ich auf jeden Fall nutzen werde, weil ich oft nachgucke, wo Freunde, Bekannte sind, weil ich mich mit denen verabrede oder weil die auf dem Weg hierher sind und so weiter. Das ist auf jeden Fall nice mit dem neuen HomePod. Funktioniert jetzt auch bei dem zweiten Versuch wirklich gut. Dann können wir auch mal die Temperatur hier abchecken. Siri, wie viel Grad sind es im Schlafzimmer? Sekunde.
Ich bin noch dabei, das zu konfigurieren. Er ist noch nicht ready, der Sensor. Der ist noch am Pegeln. Also Freunde der Sonne, das sollte nur ein kleiner, schneller Test sein mit den HomePods und der Stereofunktion. Ich werde nochmal einen Langzeittest auf dem JokerRock-Kanal raushauen. Ich hoffe, ihr habt erstmal so einen guten ersten Eindruck bekommen. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu den neuen HomePods in die Kommentare. Vielleicht noch Dinge, die ich testen sollte oder die euch interessieren. Wie gesagt, das ist der neue, das ist der alte. Sehen beide schön aus, beide schönes Design. Habe ich erstmal überhaupt nichts gegen. Ich fand den ersten schon mega nice. Ist jetzt nicht allzu viel dazugekommen, aber ich würde jetzt zumindest beim ersten Eindruck sagen, soundmäßig hat Apple hier auf jeden Fall ordentlich geschraubt und man hört auf jeden Fall einen Unterschied, ohne dass man jetzt zu genau hinhören muss, sondern wenn man das nebeneinander testet, ist der Unterschied auf jeden Fall, finde ich, krass hörbar, zumindest bei den beiden Songs, die ich ausprobiert habe. Von der Seite Daumen hoch für den Sound. Und ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.